Das ist nicht gut, oder? Rufus! Wo ist der hin? Haltet ihn! Zu den Fackelmänner! Oh, die haben ja vielleicht eine Scheißlaune. Ich mach mal lieber, dass ich wegkomme. Ah, wohin? Wohin? Wohin denn weg? Wo willst du denn jetzt hin? Hm? Na! Fürchte dich nicht, Rufus. Wir kommen in Frieden. Ach ja? Warum terrorisiert ihr mich dann ständig? Es muss alles so passieren, wie es schon einmal passiert ist. Nee, das könnt ihr voll vergessen. Und überhaupt, was soll dieser dämliche Aufzug? Wir haben eine Form gewählt, die dein menschlicher Verstand begreifen kann. Was Verstand angeht, seid ihr offenbar keine Experten. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass das mit dem Kostüm eine Fufflex-Idee ist. Nur weil du ständig aus der Rolle fällst. Wir können ja tauschen. Du wirst mit Sicherheit der bessere Elefantenschischnock. Hallo! Ich unterbreche ja nur ungern. Aber ich muss dringend nach Elysium. Nein, das darf nie passieren. Alles muss so bleiben, wie es immer war. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Immer gewesen sein werden. Wie es geworden worden wäre. Ja. Worden gewesen wäre. Oder nicht? Nee, es wäre gewesen worden. Klar. Nein, so stimmt es. Fufnex, es wäre geworden gewesen gewesen. Nee, Moment. Es wäre geworden, wäre es nicht gewesen worden ge... geworden. Genau. Na, sind wir fertig jetzt? Wie es schon immer gewesen sein geworden wäre. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Wie es schon immer gewesen sein worden wäre. Wie es geworden worden wäre. Meint ihr vielleicht, wie es schon immer geworden wäre? Nein. Das klingt falsch. Es ist offensichtlich, dass du dich nicht mit temporaler Grammatik auskennst. Wir brauchen hier mindestens Futur 5. Sowas wie es schon immer gewesen sein wäre. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Ich glaube, wie es schon immer gewesen wäre, ist korrekt. Rufnex, es muss viel konjunktiver sein. Genau, immerhin. Wird es ja nicht mehr so gewesen sein, wie es geworden gewesen wäre. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Oh, Alter, was? Wie es schon immer gewesen sein wird heißen, keine Frage. Halt dich da raus, du Zrottel. Wie soll es denn bitte schon immer so gewesen sein werden, wenn es noch nie so gewesen worden wäre? Genau, dann müsste es ja mindestens einmal bereits so gewesen werden, wie es gewesen worden war. Du meinst, wie es schon immer gewesen... Wie wär's mit, wie es schon immer gewesen sein worden wäre? Nein. Das klingt falsch. Wieso falsch? Das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Keine Frage. Wie es geworden worden wäre. So und nicht anders. Ha! Sag ich doch, wie es geworden worden wäre. Worden gewesen wäre. Oh, was? Eigentlich will ich nochmal sowas sagen. Ha! Wie es geworden worden wäre. Kann ich jetzt nicht einfach... Gute Reise, Dumbo Elefant. Rufus, der Elefant, ich meine, der Zeitreisende, er ist wieder hier. Ah, musste schon wieder los. Musste schon wieder los. Meine Messwerte sind eindeutig, als hätte sich ein Tor geöffnet. Oh, Schnappt ihn euch. Tor klingt super. Ich hoffe, es hat eine Zugbrücke und Pechnasen auf den Zinnen. Er ist weg. Was zum Willi? Tja, was ist das denn? Professor Ziegenbart, was? Das nenne ich mal eine Zeitmaschine. Und wie sauber sie eingeparkt wurde. Lass bitte dein Geodreieck stecken, bis wir den Lynchmob abgeschüttelt haben. Ein Geodreieck. Wow, das sieht kompliziert aus. Durch die Zeit zu reisen ist eben nicht dasselbe wie Sicherung zu wechseln. Ha! Wo wir hingehen, brauchen wir keine Sicherung. Weißt du, wie man das Zeug einschaltet? Himmel, nein! Dafür wären theoretisch monatelange Analysen vonnöten. Ich würde den Knopf drücken. Lieber McChronicle hingegen ist die Praxis. Ich würde den Knopf drücken. Drück den Knopf.
Ich sag doch, ich würde den Knopf drücken. Das scheint nicht wirklich was zu verändern. Da, ich habe es zum Laufen gekriegt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Na klar. Weiß ich das. Ich rate. Ab geht's. Und jetzt volle Kraft. Lotti! Lotti! Huch! Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Drück den Knopf. Gut eingepackt. Das ist Elysium. Ich habe es tatsächlich geschafft. Den Anzeigen zufolge ist es ein zukünftiges Elysium. Ach, welches Elysium ist doch vollkommen wurscht. Ich kenne ja hier eh keinen. Obwohl, da war diese Frau in meiner Vision. Wie weit in der Zukunft sind wir? Schwer zu sagen. Ein Jahr, zwei maximal. Sehr gut. Dann dürfte ihre Haut ja noch nicht den labbrigen Falten bis zum Boden herunterhängen. Ist das wirklich deine einzige Sorge? Nein, nicht drücken, Mario, nein. Dann sorge ich mich, ob ich noch einen guten Platz am Pool bekomme. Was? Wir können doch nicht einfach... Schon fangt er mit drücken, war so klar. Du kannst nicht. Ich kann. Und ich werde. Viel Spaß beim Knöpfchen drehen, du Blindfisch. Ah, wie toll. Wir haben nichts. Das ist sehr gut. Hallo? Jemand zu Hause? Eine Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Da ist offensichtlich niemand. Tür zur Abstellkammer. Aha, diese Tür ist einen Spalt breit offen. Wollen wir doch mal gucken, ob... Nee. Kombiniere. Ich bräuchte eine Art Hebel. Okay. Ein Knopf! Wie jetzt? Kein Strom. Das sind ja geradezu deponiöse Zustände hier. Aber... Nichts. Nichts. Aber... Nichts. Nichts. Luftballons zu gewinnen. Entball. Ich will Luftballon. Nichts. Menome. Mario drückt auch. Sehr schön. Ist das schön. Das Grinsen. Rufus? Rufus, was hast du gemacht? Aber... Nein! Das stimmt doch nicht! Das ist sicher nur wieder dieser Albtraum. Oh, Tobit, schönen guten Abend, Tellichen. Wann soll denn das bitte passiert sein? Hallo? Bing, 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 bing! Ich will mit dem Verantwortlichen hier reden! Das wäre dann wohl ich, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, mich aus diesem Schutthaufen zu befreien, kann ich Ihnen gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich stelle die Bedingungen klar. Wie Sie meinen. Stillhalten? Das könnte jetzt etwas wehtun. Was haben Sie vor? Wart's ab. Tun Sie schon was? Nein, wieso? Vanilleeis, Schokoeis, Tutti Frutti Eis, Eislift, eingeklemmter Elysianer, Stange. Eine Stange. Die erinnert mich irgendwie an meine Vision. Schnee, Fuloks, ein abgestürztes Elysium. Ach nee, das kann alles gar nicht passiert sein. Und wenn doch, werde ich zu verhindern wissen, dass es wieder passiert. Naja, aber es ist ziemlich abgestürzt.
Entweder hier fehlen Blumen oder ein Kastenbrot hat sein fliegendes Auto ungünstig geparkt. So einen wollte ich immer für mein altes Zimmer haben. Zu dumm, dass genau an dieser Stelle die Gasleitung verlief. Aber das neue Zimmer hat auch was. Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas nennt sich Elysium? Okay, das war jetzt klar. Wie jetzt? Und so weiter. Yeah. Wie jetzt? Yeah. Okay. Wir haben die Stange. Wir wissen, was wir mit der Stange tun. Was tut der da hinten? Na, also na, geht toll. Doch. Außer Besen nichts gewesen. Eine Abstellkammer. Ja, immerhin. Aber da ist ein Knopf. Das sieht so aus, als wäre da ein riesiger. Oder Knopf? Paintball? So, die ist ja leer. Dieses Elysium entwickelt sich langsam zur Parade der Enttäuschung. Eins. Hauptsicherung. Was zum... Kommen Sie näher! Hier gibt es lustige Luftballons zu gewinnen. Ballons? Hat es gerade Ronny gesagt? Sind das etwa Heliumballons? Aber natürlich! Wie die, die man benutzt, um schwere Trümmerteile abzutransportieren? Das wäre mir neu! Kein Wort mehr. In diesem kongenialen Denkapparat formt sich gerade der Plan zu einem neuen, brillanten Manöver, über das noch Generationen sich miteinander unterhalten werden. Vorausgesetzt, sie kriegen vor Staunen den Mund zu! Ronny! Ein angemessener Empfang. Was muss ich tun? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deinem Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Verfehlst du, bekommst du zum Trost 20 rückgratstarken, schmunzelnde Ballons. Du kannst nur gewinnen. Hip, hip, Elysium. Yay. Yay. Almosen. Ich werde mir die Balance mit einem ehrlichen Treffer ins Schwarze verdienen. Wie Monsieur belieben. Halt den da raus. Das hier ist eine Sache zwischen dir und mir. Okay. Wir haben aber doch gar nichts zum Schießen. Ist ziemlich witzlos. Wo kriegen wir denn jetzt Munition her? Ronny? Ronny, vor allem. Die Indianer verstehen was von Lifestyle. Wieso, Ronny? Ich hätte da ein paar Fragen. Toll! Ich kann es kaum erwarten, sie zufriedenstellend zu beantworten. Was ist hier passiert? Ich wurde von einem freundlichen Herrn mit verwegener Frisur angesprochen. Wie bekommst du nur diese tolle Tolle hin? Ich benutze ranziges Motoröl als Haarwachs, aber nicht weiter sagen. Bravo! Eine brillante Methode, um herauszufinden, wer die wahren Freunde sind. Elysium steht in Flammen. Es ist dir also aufgefallen? Ich hoffe, diese Unannehmlichkeit schmälert dein Vergnügen nicht allzu sehr. Ja, doch schon. Oh, das ist eine Erleichterung. Ich kann kaum abwarten, diese schöne Nachricht den Bediensteten zu überbringen, die trotz ihrer Verletzungen die Lebenserhaltung für dich aufrecht erhalten. Sag ihm bitte auch, dass die Klimaanlage ein bisschen stark pustet. Wie funktioniert das Spiel noch gleich? Es ist ganz einfach. Du schießt mit einer Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du... Ja, okay. Nein, nein. Bring nur deine Paintball-Gun. Der Rest erklärt sich beim Spielen. Okay. Ich hab's mir überlegt. Ich nehme doch den Trostpreis. Ohne überhaupt gespielt zu haben? Dann gibt es aber nur die Hälfte der Ballons. Nein! Nur die Hälfte? Vergiss es. Wo bekomme ich neue Paintball-Munition her? Ist die schon wieder alle? Einen Moment, ich schicke jemanden. Oh je, Problemo Grande. Das Lager wurde beim Aufprall zerschmettert. Die Arbeiter sind eingeklemmt. Ich soll in ihrem Namen um Vergebung bitten. Sag ihnen, meine Vergebung will sich erst verdient werden. Danke für gar nichts. Es war mir eine Kur, das reinste Sonnenbad. Tschüss, Ronny. Okay, wo kriege ich den jetzt verdammt nochmal? Hm.
Kann ich die Tür irgendwie aufmachen?